Es sieht aus wie Leder, fühlt sich an wie Leder, ist aber kein Leder. Wenn ein PVC-Gemisch mit dem richtigen Muster geprägt ist, kann es echtem Leder aber erstaunlich ähnlich sehen. Mittlerweile ist es sogar möglich, Kunstleder nach Leder riechen zu lassen. Die perfekte Imitation also. Und erst bei genauerem Hinsehen bemerkt man feine Unterschiede. Kunstleder. 100.000 Quadratmeter am Tag produziert dieses Werk in Hannover, das größte seiner Art in Europa. Hier entstehen mehr als 700 verschiedene Ledersorten, ganz ohne Tierhäute. Die Paste für unser Kunstleder wird in diesen Großmischern vollautomatisch hergestellt. Die Hauptbestandteile der Paste sind Weichmacher. Die halten das Kunstleder auch bei Kälte weich und elastisch. Stabilisator. Der hält das Kunstleder bei Hitze in Form und schützt die Farben später vor der Sonne. Und PVC. Polyvinylchlorid. Das weiße Pulver ist der Hauptbestandteil von Kunstleder. 30 Minuten werden die Zutaten gemischt. Und zum Schluss kommen noch ein paar Tropfen von dieser geheimen Flüssigkeit dazu. Tropfen für die perfekte Täuschung. Und am Ende wird aus all diesen Zutaten das hier. Schwarzes Kunstleder. Von echtem Rindsleder kaum zu unterscheiden. Die eben gemischte Paste für das Kunstleder ist aber weiß. Hier entstehen die Farben für das Kunstleder. Mehr als 100 sind möglich. Für das gewünschte Schwarz verwendet der Farbmischer einfachen Ruß. Dazu ein Mittel, das die feinen Rußpartikel bindet. Nach 5 Minuten Quirlen wird aus dem Pulver eine rein schwarze Paste. Vergleichbar mit Schuhcreme. Doch Schwarz ist nicht gleich Schwarz. 10 verschiedene Schwarztöne bietet das Werk an. Das reine Schwarz wird in einem dieser Vorratstanks gelagert, wie auch Blau, Gelb, Weiß, Rot und Grün. Daraus werden alle 100 Farben gemischt. Je nach Auftrag pumpt die Anlage Farbe in den Mischer. Das schwarze Kunstleder soll einen Blaustich haben. Das Rezept: zunächst reines Schwarz. Blau dazu für den Blaustich. Ein Schuss Gelb. Weiß und Rot dazu. Jetzt erst stimmt die Mischung für das gewünschte Schwarz. Dieser Quirl durchmengt die Farben. 10 Minuten. Dann ist das Schwarz bereit, sich mit der weißen PVC-Paste zu vermischen. So wird das Kunstleder bunt. Ohne die Farbe wäre es immer milchig weiß. 30 Minuten muss die zähe Masse gemischt werden. Dann ist er fertig, der Ersatz für die Kuhhaut. Das Fließband ist hier aus Papier. Es ist mit Silikon beschichtet. So hält es hohen Temperaturen stand und verklebt nicht mit der PVC-Paste. Die wird fortwährend auf das Papier gepumpt. 15 Tonnen jeden Tag. Die zähe Paste muss sich gleichmäßig und hauchdünn verteilen. Dafür sorgt ein Streichmesser. Es bildet einen 0,3 mm dünnen Spalt, durch den die Paste gepresst wird. Bei 200 Grad verwandelt sich die PVC-Paste zu einer festen Folie. Bei höheren Temperaturen wird es kritisch. Die Grundmasse PVC brennt schnell an, ein Nachteil von Kunstleder. Beigemengte Flammschutzmittel ersticken das Feuer nach einiger Zeit zwar wieder, aber im Vergleich dazu echtes Leder. Hier hat die 900 Grad heiße Flamme keine Chance. Das Leder senkt nur leicht an. In anderen Punkten muss das Kunstprodukt den Vergleich mit dem Original nicht scheuen. Echtes Leder ist von Natur aus sehr stabil. Man kann es walken und knicken und es bleibt gut in Form. Diese PVC-Schicht hat mit Leder noch nichts zu tun. Wir haben aber trotzdem einen Weg gefunden, ein Kunstleder zu entwickeln, welches haltbarer und fester noch als echtes Leder ist.
Leder gilt als extrem reißfest. Kann Kunstleder mithalten? In diesem Test reißt der Kunstlederstreifen bei einer Kraft von 327 Newton. Und echtes Leder hält nur halb so viel aus. Die Kopie schlägt hier das Original. Wie schafft sie das? Auf die erste PVC-Schicht wird jetzt eine zweite aufgetragen. Mit dieser Schicht erreichen wir wichtige Eigenschaften eines Echtleders. Zum einen eine Stabilität, eine Dicke und einen Griff, der sich wie Echtleder anfühlt. Aber bevor das passiert, muss das Ganze gebacken werden. Wieder in einem 200 Grad heißen Ofen. Die zweite PVC-Schicht unterscheidet sich nur durch die Zugabe eines Treibmittels von der ersten. Unter Hitze setzt das Treibmittel Gase frei. Die zweite Schicht geht auf wie ein Hefeteig. Unter dem Mikroskop sieht das Ganze so aus. Die erste PVC-Schicht. Darunter die zweite PVC-Schicht, hier schwarz. Deutlich zu sehen, die Blasen, die durch das Treibmittel entstanden sind. Nach dem Ofen sind die Schichten vereint. Und 1,3 mm dick. Nach Leder sieht das Ganze zwar noch nicht aus, aber durch die zweite Schicht fühlt es sich später an wie Leder. Reißfest wird das Kunstleder vor allem durch einen anderen Kniff. Eine dritte Schicht aus Baumwolle und Polyester. Das Gewebe ist dehnbar und gleichzeitig reißfest. Es wird mit den beiden anderen PVC-Schichten verklebt. Der weiße Klebstoff wird über Walzen aufgetragen. Die Walzen haben winzige Poren, in denen sich der Klebstoff sammelt. So verteilt er sich gleichmäßig auf der PVC-Oberfläche. Darauf wird der Stoff gelegt. Die Schichten fahren in einen weiteren Ofen. Bei 200 Grad Hitze backen sie zusammen. Jetzt sind sie untrennbar verbunden. Unter dem Mikroskop ist der dreischichtige Aufbau von Kunstleder noch gut zu erkennen. Die unterste Schicht aus Stoff. Jetzt kann sich das Kunstleder vom Papierfließband lösen. Das fährt wieder zurück. Bis zu 10-mal kann das Papier verwendet werden. Zum ersten Mal wird die Oberfläche des Kunstleders sichtbar. Dieses Kunstleder ist im Grunde genommen schon fertig. Daraus kann man Edelhandtaschen, Autositzbezüge, Schuhmaterialien oder Polsterstoffe machen. Aber es fehlt noch ein ganz entscheidender Schritt. Die Oberfläche sieht überhaupt nicht wie Leder aus, eher wie billiger Gummi. Die 800 Kilo schwere Kunstlederrolle muss erstmal lackiert werden. Für den Lederlook, ob matt oder glänzend. Der Lack besteht aus Kunstharz. Er dient auch als Schutzschicht und wird über Walzen in mehreren Schichten aufgetragen. So hält er besser und wird durch seinen Schimmer ledertäuschend ähnlich. Aber die Täuschung ist noch nicht perfekt. Die Oberfläche ist zu glatt. Echtes Leder hat Struktur. Je nach Tier eine eigene. Wie kommt die Struktur in das glatte Kunstleder? Rund 300 Strukturen kann das Kunstlederwerk nachahmen. Mit schwerem, meterlangem Fälschungswerkzeug, Prägewalzen, hier im Archiv lagern sie zu Tausenden. Von Wasserbüffel bis zum Straußenleder, die Walzen prägen jede Oberfläche. Diese Walze ist auf 130 Grad erhitzt. Sie wärmt das Kunstleder vor. Infrarotstrahler heizen es noch mehr auf, bis es weich wird. Jetzt kann es unter die Walze. Die drückt ihre Struktur in das heiße und weiche Kunstleder. Mit einem Druck, der 30 Tonnen entspricht. Herauskommt schwarzes Rindsleder aus PVC. Jetzt ist aus unserer PVC-Paste ein Kunstleder geworden, das so aussieht wie Leder, das sich anfühlt wie Leder und es riecht sogar wie Leder.
Allerdings nur, wenn der Kunde das wünscht. Den Geruch des Kunstleders kontrollieren täglich Mitarbeiter aus dem hauseigenen Labor. 1000 unterschiedliche Aromen müssen sie bewerten. Von Lavendel über Tabak bis Neuwagengeruch. Schweigsam notieren sie ihre Eindrücke. Ob es natürlich riecht, ob der Geruch stört, ob es überhaupt riecht. In dieser Flüssigkeit liegt das Geheimnis des Geruchs. Sie wurde ganz zu Beginn in die PVC-Mischung gegeben. Die geheime Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass Kunstleder selbst mit der Nase von echtem Leder kaum zu unterscheiden ist. Hosen, Autoinnenausstattung, Edelhandtaschen, Möbel, Schuhe, vor allem Sportschuhe, Koffer und viele andere Produkte sehen damit aus wie Leder. Ohne dass die Kuh dran glauben muss, lebend fühlt sich ihre Haut doch viel schöner an.